Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Heute anlässlich des völkerrechtswidrigen Einmarsches der Türkei in Nordsyrien. Es gibt kurze Statements von Leyla Imrit. Sie ist die Co-Vorsitzende der HDP Deutschland und von unseren Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger. Sie beide werden sich mehr auf die Verantwortliche oder die Verantwortlichkeiten der deutschen Regierung konzentrieren, wohingegen Frau Imrit sich eher auf die Situation vor Ort konzentrieren wird. Anschließend gibt es etwas Zeit für Ihre Fragen. Vielen Dank. Ich bedanke mich im Voraus an unsere Schwesterpartei, Die Linke, bisher für deren Solidarität sehr herzlich. Ich möchte mit dem Wort anfangen: kein Krieg in Nordostsyrien, an die Weltöffentlichkeit, an die freiheitliebende Gesellschaften, demokratische Kräfte und Frauen der Welt. Mit der Invasion Nord- und Südsyriens wollen die Besatzungstruppen wieder einmal ihren Macht über die Gesellschaften der Region des Nahosten ausüben. Der Angriff Rojavas ist Ausdruck der Pläne, die kurdische Gesellschaft und alle anderen freiheitsliebende Gesellschaften in der Region zu verleugnen und zu vernichten. Die jüngsten Allianzen und Abkommen zwischen der Türkei, Iran, Russland, Amerika und anderen Staaten basieren auf der Abschaffung des in der Region etablierten Selbstverwaltungssystems. Darüber hinaus verfolgen sie das Ziel, die Demografie zu verändern und die Politik nach ihren eigenen Interessen zu bestimmen und an der Reichtum der Region einzusetzen, auszunutzen. Gleichzeitig wollen sie mit diesen Besatzungs- und Angriffsplänen die positiven Ergebnisse Rojavas vernichten und ihre Hegemonie der Region erneut durchzusetzen. Mit dem Widerstand in Kobane wurden die von den Frauen angeführte Rojava-Revolution zu einem Zentralkampf für alle Frauen weltweit. Mit Bekenntnis zu Freiheit und Gleichheit wurde die Rojava-Revolution zu einer Praxis der Hoffnung für Frauen und der ganzen Welt. Daher müssen jetzt die weltweit alle kämpfenden, widerständigen Frauen ihre Stimme gegen diesen patriarchalen Angriff und Besatzungsmentalität, Kriegspolitik vereinen. Wir wissen, dass auch im Parallel in der Türkei der Druck auf unsere Partei HDP sehr stark zugenommen hat. Die letzten Tage werden alle, die gegen Krieg sich aussprechen, werden entweder festgenommen oder sie werden alle vom Amt wieder enthoben. Das heißt für uns nochmal, Kurden in alle, egal in welche Grenze wir leben, ob das in kurdische Türkei oder in Iran oder in Irak, wir haben alle mit demselben Kriegspolitik und Vernichtungspolitik, vor allem der starke Druck, damit zu tun. Und deshalb auch sagen wir nochmal hier, wir rufen alle Frauen der Welt, alle demokratischen Gesellschaften der Region und der Welt auf, gegen diese Mentalität zu kämpfen und diese Stimme zu erheben. Wir rufen alle Kräfte der demokratischen und alle revolutionäre Frauen auf der ganzen Welt, kämpferisch, solidarisch auf die Straßen zu gehen und sich die Stimme zu erheben. Unsere Forderung an die Regierungen, Vereinten Nationen und Sicherheitsrat: sofortige Unterbindung der Invasion und Besatzung der Türkei in Nord- und Ostsyrien. Einrichtung einer Flugverbotszone zum Schutz des Lebens der Menschen im Nord- und Ostsyrien. Durchführung von politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Türkei. Anerkennung der Selbstverwaltung in Nord- und Südostsyrien. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag. Heute ist der 8. Tag von Erdogans völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und um das nochmal einzuordnen, möchte ich uns in Erinnerung rufen, dass Erdogan einmarschiert und einen Vernichtungskrieg führt gegen eine Region, wo es demokratische Selbstverwaltung gibt, Geschlechtergerechtigkeit praktiziert wird. Ja, man kann sagen, Rojava ist eine der wenigen demokratischen Bastionen in dieser Region, wo auch Menschen unterschiedlicher Religion und ethnischer Herkunft friedlich nebeneinander gelebt haben. Und erinnern wir uns daran, dass es die kurdische YPG war, die die Jesidinnen vor dem Genozid durch den IS gerettet hat.
Durch den Einmarsch von Erdogan, der das zusammen mit islamistischen Milizen macht, konnten jetzt auch schon IS-Kämpfer aus Gefängnissen entfliehen. Und deswegen sage ich ganz klar, Erdogans Angriff auf Rojava ist Schützenhilfe für den islamistischen Staat. Und was macht die Bundesregierung in dieser Situation? Auf offener Bühne fürs Publikum erweckt sie den Eindruck, sie würde das kritisieren. Aber hinter dem Vorhang, in den Verhandlungsrunden, wo es wirklich drauf ankommt, da hat sie wohl offensichtlich ein wirksames europäisches Waffenembargo verhindert. Und deswegen sage ich, Frau Merkel, Herr Maas, Sie schulden der Öffentlichkeit eine Erklärung. Wieso haben Sie ein Waffenembargo gegen das Erdogan-Regime verhindert? Macht sich die Bundesregierung hier etwa zur Gehilfin des Terrorpaten Erdogan? Ich meine, die deutsche Bundesregierung muss sich ihrer Verantwortung stellen. Und dazu gehört, dass endlich ein wirksames Waffenembargo gegenüber Erdogan durchgesetzt wird, dass sämtliche Bürgschaften gegenüber der Türkei sofort eingefroren werden. Und zu dieser Verantwortung gehört auch, dass gefangen genommene IS-Kämpfer mit deutscher Staatsbürgerschaft endlich hier vor Gericht gestellt werden. Oder eben ein weltweites gemeinsames sozusagen UN-Gericht dort in die Wege geleitet wird. Ich meine, jetzt ist die Stunde der UN. Und ich erwarte von der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates eine sofortige Ächtung dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Erdogans. Und ich meine, wir sollten die Regierungsmitglieder des Regimes Erdogan und die Stäbe der Armee auf eine schwarze Liste setzen und die jegliche Einreise in Deutschland ja in die EU verweigern, bis dieser Krieg von Seiten der Türkei beendet wurde. Was es jetzt braucht, ist einen sofortigen Waffenstillstand in der Region ohne Vorbedingungen. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. In der Tat, Worte und Taten müssen zusammenpassen. Es ist wirklich gut, dass Erdogan in der Weltöffentlichkeit isoliert erscheint und kaum jemand Verständnis für diesen Krieg hat, er allgemein verurteilt wird. Es reicht aber nicht aus, hier mit Worten was zu verurteilen, sondern dem müssen auch Taten folgen. Natürlich, Katja Kipping hat es gesagt, ein klares Waffenembargo und nicht den Anschein von irgendein bisschen was, sondern es dürfen generell keine Waffen mehr in die Türkei geliefert werden. Das muss für die ganze Europäische Union gelten. Wir glauben auch, dass der wirtschaftliche Druck auf Erdogan verstärkt werden muss. Die Hermes-Bürgschaften dürfen nicht weiter gewährt werden. Es darf nicht sein, dass praktisch Exportinteressen hier vor menschlichen Interessen gehen, sondern hier muss klar gesagt werden, Schluss damit. Die sogenannten EU-Vorbeitrittshilfen müssen gestrichen werden. Es kann nicht sein, dass jemand, der Kriegstreiber ist, einen völkerrechtswidrigen Krieg führt, auch noch finanzielle Unterstützung bekommt. Ich bin auch der Meinung, dass der persönliche Druck auf Erdogan erhöht werden muss. Sonst scheut sich ja der Westen auch nicht, hier entsprechenden Druck auszuüben. Ich glaube, die Konten von Erdogan und seinem ganzen Clan müssen gesperrt werden. Man weiß ja sowieso nicht, wie dieses Riesenvermögen von ihm so genau zustande gekommen ist. Es wäre an der Zeit, ihm da weh zu tun und zu sagen, hier kannst du nicht Millionen und Milliarden an vielleicht sogar unterschlagenen Geldern irgendwo parken. Ich glaube, der Druck auf Erdogan muss draufbleiben. Und ein starker Druck ist natürlich wirtschaftlicher Druck. Sie sind zum Teil bankrott. Die wirtschaftliche Entwicklung, auf die er sich immer gestützt hat mit seiner autokratischen Herrschaft, stagniert, geht zurück. Er ist hier verwundbar und er flüchtet sich natürlich in den Nationalismus. Also er versucht es mit nationalistischer Verstärkung quasi auch seine innenpolitischen Macht zu stärken. Auch hier muss ein klares Signal der Bundesregierung kommen, weil dieser Krieg ist auch mit einem Demokratieabbau in der oder weiterem Demokratieabbau in der Türkei verbunden. Den aktuellen Vorsitzenden der HDP droht wieder die Inhaftierung. Alle, die sich gegen diesen Krieg aussprechen, werden verfolgt und droht die Inhaftierung und die Anklage. Und insofern muss auch klar gemacht werden, die politischen Gefangenen müssen freigelassen werden. Auch Selahattin Demirtas, die Co-Vorsitzende, müssen freigelassen werden. Das sind klare Signale, die diese Bundesregierung
aussprechen kann. Wir selber setzen ganz stark darauf, dass international gegen diesen Krieg protestiert wird. Wir haben uns überall daran beteiligt, wo bisher Demonstrationen stattgefunden haben. Am kommenden Samstag finden Großdemonstrationen in mindestens 5 Städten statt. Ich selber werde in Hamburg reden. Und wir werden auf diese Demonstrationen mit aufrufen. Wir werden dort präsent sein, unsere Bundestagsabgeordneten. Wir werden deutlich machen, dass wir bei diesem völkerrechtswidrigen Angriff ganz klar auf Seiten unserer kurdischen Freundinnen und Freunde stehen. Ist jetzt etwas Zeit für Ihre Fragen? Frau Kipping-Henning-Hattel von der ARD, ich wollte mal fragen, es ist eine sehr unübersichtliche Lage dort vor Ort im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Jetzt heißt es ja, dass die Kurden sich mit Assad verbündet haben bzw. zusammenarbeiten. Wo liegt denn bei Ihnen der Unterschied zwischen den Angriffen der Türken und beispielsweise den Angriffen Assads in den vergangenen Monaten auch auf zivile Einrichtungen und Krankenhäuser in Syrien? Also ich finde, die Lage ist gar nicht so unübersichtlich. Es ist ziemlich klar, dass die Großmächte die Region einfach als Spielball benutzen. Und sowohl die USA wie Russland in der Vergangenheit haben schon die Kurdinnen und Kurden verraten. Und die Kurdinnen sind die einzige Kraft in der Region, die ganz klar für Demokratie und Gleichberechtigung steht. Und es gibt einen Aggressor, das ist Erdogans Regime. Und deswegen würde ich sagen, finde ich es gar nicht so unübersichtlich, dass die Kurdinnen und Kurden jetzt in dieser Situation um ihr Überleben kämpfen müssen, wo Erdogan einen Vernichtungskrieg plant, finde, das steht niemandem von uns an, dazu irgendwas Kritisches zu sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendeinen der anderen Akteure dort von was reinwaschen möchte, aber man muss sagen, die sind mit einer Situation konfrontiert, die der Westen und auch konkret die USA geschaffen haben. Um es nochmal ganz klar zu sagen, die USA und der Westen hat auch ganz klar die Kurdinnen und Kurden dort ausgeliefert im Vernichtungskrieg, den Erdogan plant, der NATO-Mitglied ist. Und keiner der bisher anderen NATO-Mitgliedstaaten hat bisher den Antrag gestellt, die NATO auszuschließen. Das zeigt noch mal mehr, wie sozusagen das alle bisherige Kritik der westlichen Staaten pure Rhetorik ist. Leider. Fabian Albrecht von der Deutschen Presseagentur. Frau Kipping, auch meine Frage an Sie. Sie hatten gesagt, dass die Bundesregierung ein wirksames Waffenembargo hinter den Kulissen verhindert hat. Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erklären, was Sie damit meinen? Es gibt jetzt erste Medienberichte, dass als die Vertreter der EU zusammensaßen und es die Beratung gab, ob es ein gemeinsames, kollektives, sofortiges, generelles Waffenembargo gibt, das internen Berichten zufolge genau von den Vertretern der deutschen Bundesregierung verhindert wurde. Deswegen habe ich gesagt, diese Berichte sind in der Welt. Ich selber war naturgemäß bei diesen Treffen nicht dabei, kann das also nicht widerlegen. Und deswegen sage ich jetzt, Frau Merkel, Herr Maas, schulden uns eine Erklärung. Weil wenn Sie das nicht widerlegen können, dann sozusagen ist bewiesen, dass Sie insgeheim Komplizenschaft mit dem Terrorpaten Erdogan haben. Und damit gefährden sie auch die Sicherheit der deutschen Bevölkerung, weil wir brauchen uns doch nichts vormachen. Wenn jetzt IS-Kämpfer aus den kurdischen Gefängnissen fliehen können, dann heißt es, dass die Terrorgefahr auch hierzulande wieder deutlich wächst. Und dafür tragen dann Merkel und Maas persönlich die Verantwortung.